Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week mit dem Scorpion G und einer absoluten Killerrunde direkt im neuen Jahr. 2462 Basis XP werden wir am Ende sehen. Er ist hier mit dir. 9er, 8er, 7er Gefecht und der Damage wird mal richtig, richtig ordentlich sein. Also von dem her haben wir da viel zu erwarten und ich bin sehr gespannt, wie er da den Schaden zusammenfährt. Ich habe mir das Replay selber rausgesucht, dementsprechend werden wir den Spieler wahrscheinlich so gar nicht kennen, den Inibru, ist aber auch halb so wild, denn hier geht es ja wirklich um das geilste Replay der Woche und das sollte es so mitunter auf jeden Fall sein. Der E4 direkt schöne knappe 500er Schelle da gefangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir persönlich war der Scorpion G so lange so ein Panzer, den ich irgendwie nicht gemocht habe oder nicht warm geworden bin, sagen wir es mal so. Und jetzt, so allmählich ist es, je häufiger ich den spiele, desto mehr mag ich den Panzer. Und ja, ich finde ihn immer besser. Ich finde ihn wirklich immer besser. Der E4 hat es jetzt gleich mal gemerkt, was ich daran so gut finde. Denn der wurde da mal richtig hergenommen. Die Schellen sind wirklich satt. Er kommt gut und schnell auf Geschwindigkeit. Das Einzige, er hat keine Panzerung. Aber hey, das finde ich jetzt eh nicht so dramatisch. Jetzt verlegt er hier so ein bisschen die Position. Da will er vielleicht den T29 eine geben. Nee, jetzt auf den T61. Den trifft er sogar. Den Type 61 hat er hier eine verpasst. Und jetzt haut er aber noch ein bisschen nach unten ab. Weil er sich denkt, naja, da oben mit meiner nicht vorhandenen Panzerung könnte das eventuell ein bisschen doof ausgehen. IS-6, wenig Silhouette, er probiert es auf den Turm, aber ja, da muss man sagen, der Turm ist natürlich hier schon eine harte Sache. Aber jetzt den Centurion, der hat wiederum mal Bekanntschaft gemacht, er hat jetzt hier immer so ein bisschen Traffic dahinter sich, da muss er so ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, an erste Front sollte man mit dem Panzer de facto nicht fahren. Er will nach wie vor dem IS-6 eine verpassen, aber man sieht halt, er lässt nur da den Turm so ein bisschen rausblitzen. Drei zu fünf der aktuelle Stand. Der Gegner liegt vorne, aber... Gun Depression nicht vorhanden, beziehungsweise nicht genug. Jetzt hat er den Panzer ein bisschen anders gestellt, aber der T25-2, der konnte da in der Zeit schon so abhauen, dass er den Hit hier umgangen ist. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Aber jetzt hat er den IS-6 endlich mal ordentlich getroffen und ihn auch zerstören können. Den Hit, den er zwischenzeitlich bekommen hat, wo seine Kanone in den Hintern gegangen ist, hat er natürlich repariert. Weil klar, ohne brauchbare Kanone macht es nur halb so viel Spaß mit dem TD. KV-13, auch 522er Hit. Also die Granaten, die tun halt richtig dolle weh.
Der Type 61, das ist so sein Nemesis in der Runde, hat ihn jetzt auf sage und schreibe 45 HP runtergeschossen. Kaum mehr was vorhanden. Da den Challenger, der kommt nochmal vor, den haut er jetzt aber weg. Sein vierter Kill aktuell. Ich verspreche, hoch und heilig, da gibt es noch ein oder zwei. Sie sind ja auf jeden Fall im Cap, dadurch muss der Gegner jetzt kommen und er kann es hier so ein bisschen ausnutzen, dass er da immer von hinten reinhält, nachleiht und dann wieder vorfährt. Aktuell hat er ein Cover, hinter ihm ist nämlich The Zoo. Das heißt, die Gegner können nur so gesehen hier runterfahren. Sein fünfter Kill jetzt der TKP. Der Emil 1 bekommt sofort die Begrüßungsstelle auch von ihm. Der muss jetzt natürlich rausgeschossen werden, aber er scheint keine, doch, ich wollte gerade sagen, keine Granaten mehr zu haben, aber da schießt er noch weiter. So, sehr gut, den Emil jetzt weggemacht, damit sein Uni unterstützt. Der nächste Uni, den vom Gegner allerdings jetzt hier. Jetzt sind sie noch zu zweit, er mit seinem Uni-Mate. Die beiden jetzt nicht mehr so richtig fit sind von den XP, von den HP. Allerdings der Gegner auch nicht mehr so wirklich. Sein siebter Kill. Nächste zählt für die Radley Walters. Der dickste noch am Start ist der Jagdtiger von den HP her. Jetzt wartet aber er erstmal hier auf den KV-13. Den hat er gut abgefrühstückt. So, und jetzt der Jagdtiger mit noch 1000 HP da. Der will jetzt erst einmal mal auf den Uni gehen. Sehr gut, den Uni weggemacht. Und jetzt ist es ein 13-13 allerdings. Der Jagdtiger auch hier noch wirklich sehr, sehr, sehr voll. Den muss jetzt unbedingt unterstützen. Beide sind jetzt One-Shot für den Jagdtiger. Der Uni fährt jetzt zeitlich auf den Jagdtiger drauf. Damit keine Chance mehr. Aber er geht hier sehr gut fürs Laufrad. Damit ist der Jagdtiger gekettet und hat scheinbar kein Rap-Set mehr. Also, den muss er jetzt machen. Und nochmals Laufrad. Hat er perfekt gemacht. Genauso arbeitet man gegen einen Panzer mit starrem Turm. Und den nächsten jetzt einfach hinten reinsammeln. Hauptsache der Damage genau reicht. Fertig. So, und jetzt ist noch hier das Mäuschen am Start. Keine Ahnung, wie viel das Mäuschen noch hat. Aber auf jeden Fall sein 10. Kill. Damit hat er schon mal sich das Schwimmen im Pool gesichert sozusagen. Nur die Frage ist, wo kommt jetzt das Mäuschen daher und natürlich auch, wie viel HP hat denn das Mäuschen noch? Gerade weil er auch nicht mehr so viele Granaten hat. Hier noch 3 Premium und dann 4 HE. Jetzt lugt er so ein bisschen hervor, aber er sieht es halt noch nicht. Ja, aktuell, das Mäuschen spielt so ein bisschen Verstecken. Passt eigentlich auch ganz gut zum Namen. Allerdings, diesen Panzer, den muss man erstmal versteckt bekommen. Gute Frage, wo halt ist und was er macht. Und natürlich, theoretisch am Ende ist der Panzer flippt. Auch das wäre denkbar. Weil, keine Ahnung, lange nicht gesehen, nicht aufgefunden. Auf jeden Fall kann man ihm nicht sagen, dass er hier passiv spielt. Er könnte natürlich auch cappen, aber cappen ist immer so eine Sache. Das ist das Mäuschen. Jetzt schauen wir mal. Und das Mäuschen ist tatsächlich flippt. Das ist jetzt... Ah, das ist natürlich
absoluter Freekill. Ist aber auch wichtig, denn das volle Mäuschen hätte er sonst nicht gemacht. Muss man ganz ehrlich gestehen. Das hat natürlich dem gegnerischen Team hier den Sieg gekostet. Da sind wir mal ganz ehrlich. Ein volles Mäuschen, wenn es noch zwischendurch gekommen wäre. Aber, ja, mal schauen, wie viel er jetzt der Damage macht. So, Unterwanne. Keine Ahnung, wie viel HP so eine HE-Shell wegmacht hier an dem... Oh ja, doch, 650. Alles klar. Da könnte sich sogar hier die Medaille sichern. Letzte Granate, letzter Kill. Finito della Musica sozusagen. Jetzt schauen wir mal, ob er dafür geht. Ich glaube, er schießt ja tatsächlich jetzt hier gegen die Wand. Auf jeden Fall in so einer Situation nimmt die Medaille mit. So oft hat man diese hier auch nicht. Und natürlich ist es hier 2300 Free Damage gewesen. Aber man darf nicht vergessen, die 6000 zuvor waren auch gut gespielt. Und wenn er das nicht so nach Hause gebracht, dann wäre das hier so oder so eine Niederlage. Also natürlich Glück am Ende. Scheißegal, das Glück nimmt man aber mit. Und sagen wir mal so, ein lustiges Replay of the Week dieses Mal mit 11 Kills. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal spannend zu sehen. Und natürlich in dem Fall, Mäuschen, tut mir leid. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.